Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Viele Menschen mit Depressionen, mit Behinderungen ist das Leben nicht immer ein Ponyhof. Und nicht immer einfach. Weil es gibt so viele Barrieren im Leben. Gerade für Menschen mit Erkrankungen, die man nicht immer sieht. Weil Depressionen kann man nicht immer sehen. Ja, weil man kann halt nicht in die Seele reinsehen. Und man kommt immer halt gesagt, stell dich nicht so an, geh raus. Ja, aber obwohl man rausgeht, heißt nicht, dass man gesund ist oder dass man gesund wird. Ja, Psycherkrankungen sind kein Ponyhof. Sie sind richtig hart. Sie können an Menschen so den Lebensmut nehmen. Sie können den Körper flachlegen, dass nichts mehr geht, dass man nicht mehr aufstehen kann. Ja, und das ist nicht einfach. Ja, und wenn man auf einmal läuft, es geht einem gut und dann schnips und es geht nichts mehr. Laufen fällt schwer, reden fällt schwer. Oder es kommt, wenn man Panik hat, die Leute auf einen zukommen, weiß man nicht, was mache ich jetzt? Renne ich jetzt weg, laufe ich zurück oder bleibe stehen? Und mir ist letzten Tag auch wieder passiert, kamen Leute auf mich zu, ich wusste nicht, was mache ich jetzt. Hab mein Handy gegriffen oder man verkrampft ja dann innerlich ganz. Und das ist nicht einfach. Ja? Und jetzt wieder, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Was hat das Jahr gebracht? Ist man geheilt? Für vielen? Nein. Viele meinen ja, Depressionen kann man an sich heilen. Nicht jede psychische Erkrankung ist heilbar. Nein. Tabletten, Therapie, bestimmte Aktivitäten können mal ein bisschen den Verlauf stoppen. Aber immer heilen ist nicht immer gegeben. Ja, und man denkt natürlich jetzt nach, was hat das Jahr wirklich gebracht? Und mich hat das Jahr sehr viel gebracht. Ich bin Ende Januar aus einer akut psychiatrischen Klinik entlassen worden. In meinen Augen habe ich wirklich für dieses Jahr viel erreicht. Ja? Viele meiner Videoschauer wissen, ich suche nach einer neuen Wohnung in einer anderen Stadt. Ist so nicht so gelaufen, wie ich das wollte, aber im neuen Jahr wird das bestimmt klappen. Natürlich habe ich auch Pflegestufe 1 beantragt. Die habe ich auch durchgekriegt. Seit Mai habe ich dann eine Pflegekraft, die für mich das Treppenhaus putzt, weil sich viele Leute beschweren, weil man das nicht mehr hinkriegt. Und mein Bad macht. Ja. Natürlich habe ich auch eine Assistenz, die ich 3 Stunden der Woche habe, die mir das Leben auch erleichtert. Mit Gesprächen, mit Unterstützung. Ja. Was für mich natürlich nicht einfach war. Ja, es einzugestehen, dass man Hilfe benötigt, dass ich Hilfe brauche. Weil ohne klappt es nicht mehr. Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen in meinem Umfeld. Du willst nur nicht, du bist faul, stell dich nicht so an. Aber man muss irgendwann auch akzeptieren, dass es nicht mehr funktioniert. Dass es nicht mehr geht. Nicht, weil man nicht will, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und man soll manchmal, habe ich auch lernen müssen, ich muss manchmal auch einen sauren Apfel beißen und sagen, okay, tue ich Antragstellen auf Assistenz beim Sozialamt, bei Arbeitsamt oder sonst was bei euch in der Nähe jetzt ist. Ja, klar muss man sich dann seelisch fast schon die Hose ausziehen und kämpfen, das zu bekommen. Aber wenn man dann die richtige Stelle hat, wo gut ist, die ich jetzt habe, die mit dem Unternehmen bin ich sehr zufrieden, mein Assistent ist sehr gut. Ja, aber ich hatte vorher auch eine andere Stelle, mit denen kam ich nicht so klar. Ja, das ist halt von Mensch zu Mensch verschieden. Und klar ist das peinlich zu sagen dem Amt, mit dieser Stelle, mit dieser Assistent oder Assistentin oder Assistent komme ich nicht klar. Ja, hat mich auch rumgerissen, war nicht gut, einfach für mich, aber es muss doch einem gut tun. Es muss einem gut tun, so einen Service zu haben. Ja, und natürlich auch Anfang des Jahres die Klinik. Ich habe Leute kennengelernt, ich habe mich da geöffnet. Wie? Seit Jahren nicht mehr.
diese Klinik war die beste, wo ich war. Ja, die war hart. Ja, alle Kliniken sind ist kein Urlaub. Auch wenn das bestimmte Leute gemeint haben, mein Umfeld, das wäre Urlaub und dieser Urlaub lasse ich von der Krankenkasse bezahlen und so. Keine Klinik, wo ich die letzten Jahre war, war Urlaub. Nein, es war Arbeit. Es war harte Arbeit. Und diese Klinik hat das Beste aus mir rausgeholt. Ja? Ohne diesen Klinikaufenthalt hätte ich diese Sachen, die ich angeleiert habe, nicht gewagt. Wie gesagt, Assistenz, Pflegestufe und. Und man muss sich auch halt von Menschen, die einem gut tun, entledigen. Man muss an sich irgendwann denken, nicht an andere, an sich. Nur ich zähle irgendwann, nicht das Gegenüber. Und wenn das Gegenüber das nicht verstehen kann und will, dann ist das Gegenüber für einen nicht mehr tragbar. Ja. Natürlich gibt es auch Leute in meinem Umfeld, die mich darin bestärken, jetzt in eine andere Stadt zu ziehen, einen Neuanfang zu wagen. Neuanfang ist nicht einfach, wenn man von Sozialleistungen betroffen ist oder Sozialleistungen braucht. Man muss sich mit Ämtern anlegen, mit Ämtern kämpfen, kämpfen, kämpfen. Oder Atteste vorlegen von Ärzten, dass ein Umzug zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen sehr empfohlen ist. Das ist auch nicht einfach. Aber manchmal muss man halt kämpfen, bis man nicht mehr kann. Aber es ist dann halt so. Es muss einem gut tun, andere Sachen zu machen. Ja, es ist halt nicht einfach. Das Leben ist nicht einfach. Und ich möchte mich auf jeden Fall auch bei allen, die mein Videos die dieses Jahr auch wieder angeschaut haben, die mir geschrieben haben, die mich auch bestärkt haben, weiterzumachen. Und die mir geschrieben haben, wir ziehen uns an deinen Videos hoch. Ich finde das gut, was du machst. Und das ist mehr wert als alles Geld der Welt. Ja, natürlich möchte ich auch erst recht bei den Menschen bedanken, die die letzten Monate zu mir gestanden haben, die mir geholfen haben. Ja, die mir auch im neuen Jahr bei meinem Umzug helfen werden. Ja, und das ist eine Sache, man muss lernen halt mit Sachen besser umzugehen. Und es ist nicht leicht für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es ist verdammt hart. Niemand sucht diese Krankheit selbst heraus. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn jemand was, naja, ich habe das und das getan, ich bin psychisch krank. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist ein Faustschlag gegen alle Menschen, die Persönlichkeitsstörungen haben, Schizophrenie, Sozialphobie. Das ist ein Faust ins Gesicht. Und das regt mich auch auf. Wir Menschen mit Erkrankungen haben es nicht einfach. Wir haben jahrelang gekämpft. Irgendwann geht es nicht mehr. Jemand muss kämpfen. Geht kämpfen nicht mehr. So, ist das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Jetzt schon. Wir sehen uns nächste Woche natürlich wieder zum nächsten Samstag-Video. Weil auch 2023 mache ich weiter mit meinen Videos. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.